Hamburg 2 TV. Seit letztem Freitag hat er wieder geöffnet, unser Sommerdom. Und dieses Mal feiern drei Attraktionen hier ihre Premiere. Nämlich einmal der Eurocoaster, der Panic Room und die Turbo Force. Alles drei Sachen, die ordentlich für Nervenkitzel sorgen. Und ich als Adrenalin-Junkie würde das jetzt mal testen. Also kommt mit! Wir alle kennen sie, die Wilde Maus. Und das hier ist die Erweiterung, die Wilde Maus 2.0, nämlich der Eurocoaster. Hier sitzt man nicht auf den Schienen, sondern in einer Gondel unten drunter. Es sieht wild aus, es sieht spaßig aus und ich gehe jetzt mal rauf. Wir steigen jetzt ganz weit hoch. Sehr gut. Und ab in die nächste Kurve. Also das war ein richtiger Adrenalinkick. Also gerade durch diese Gondeln unterhalb der Schiene kommt dann das Ganze noch viel schneller vor, wenn es bergab geht. Ein richtiger Adrenalinkick für den Start, aber ich möchte noch mehr. 40 Meter hoch, 100 km/h schnell und ich muss zugeben, dieses Teil macht mir schon ein bisschen Angst. Die Looping-Maschine Turbo Force, ganz neu hier, ein riesiger Arm, oben und unten sitzen jeweils vier Leute und die werden gleich in Loopings durch die Luft geschleudert. Also Nervenkitzel pur, aber für mich genau das Richtige. Ich teste das mal. Momentan schaukel ich noch ganz entspannt hin und her. Aber ich glaube, gleich geht's in die Höhe. Na, dann tüdel mal los. Ach ja, ich glaube, ich bin noch die Einzige auf diesem Gerät hier. Oh, und es ist auf alle Fälle ein schöner Ausblick, den man hier hat. Ich bin ja froh, dass ich mir einen Zopf gemacht habe, denn die Haare sind ganz schön zerzaust nach dieser Fahrt. Also absoluter Nervenkitzel dieser Turbo Force. Wenn man ganz oben ist und rückwärts runterfällt, dann ist mein Puls wirklich hier oben gewesen. Aber immerhin, man hat einen tollen Ausblick über Hamburg. Auf alle Fälle Daumen hoch für Turbo Force. Das blasse Gesicht des Mädchens aus The Ring, dann Chucky die Mörderpuppe und Hannibal Lecter mit seiner Maske. Das sind alles Gesichter, die mich gerade hier angucken, denn ich stehe vor dem Panic Room. Es sieht von außen schon sehr spooky aus. Ich bin eigentlich nicht der Geisterbahn-Fan, aber hier soll man ja einen Horrorfilm live miterleben. Deswegen bin ich gespannt, was mich hier erwarten wird. Drei Neuheiten haben meinen Puls in die Höhe gejagt, aber den größten Adrenalinkick und Fun-Faktor hat tatsächlich Turbo Force geboten. Da konnte ich wirklich nicht mehr, da habe ich wirklich nur noch geschrien und deswegen, das war meine absolute Nummer 1, also auf jeden Fall was für alle Adrenalin-Fans.